Hallo zusammen. Ich melde mich mal wieder mit einem kurzen Video. Allzu viel gibt es momentan nicht zu sagen. Die Tabake, die ich bekommen habe von Cigarworld, habe ich noch nicht lang genug durchprobiert, um da einen abschließenden Kommentar zuzugeben. Trotzdem gibt es eine Neuigkeit. Und zwar war ich diese Woche bei meinem Pfeifenhändler des Vertrauens. Und ja, da hat er mich mal auch an diesen neuen Peterson-Tabaken, die Three Year Matured, riechen lassen. Und hat mir mal einfach so, ja gut, das war eine offene Dose, aber da hat nicht viel gefehlt. Von dem rötlich-braunen, also von dem Virginia, einfach so geschenkt. Und jetzt komme ich da auch in den Genuss, die mal zu probieren. Habe ich auch gerade in der Pfeife, schmeckt gar nicht mal so schlecht. Weswegen ich mich aber wirklich melde, ist eigentlich die Tatsache, dass ich dort was gefunden habe. Der Scott war ja in einem seiner letzten Videos am Silbersee. Und da fällt mir natürlich sofort und unmittelbar der Karl-May-Klassiker Der Schatz im Silbersee ein. Nun gut, einen Schatz habe ich gefunden, ohne Silbersee in dem Fall. Und zwar hatte der tatsächlich noch zwei Dosen, an die es jetzt recht schwer ranzukommen ist. Fange ich mal mit der an, die ich zuerst entdeckt habe. Noch eine Dose Lakeland Dark von Samuel Gavitt. Ist ja aktuell sehr schwer, noch Samuel Gavitts Tabake zu bekommen. Und da war ich also richtig happy. Bei der anderen Dose handelt es sich um einen Tabak, den es schon lange nicht mehr gibt in Deutschland, der mir sehr gut geschmeckt hat und den ich wirklich sehr bedauert habe, dass es ihn nicht mehr gibt. Es gibt ihn zwar jetzt unter anderem Namen scheinbar in Großbritannien und Amerika, hier in Deutschland aber wird er eben nicht vertrieben. Und da stand tatsächlich noch so eine einzelne Dose rum. Die habe ich dann natürlich mitgenommen. Es handelt sich um nichts Geringeres als den Peterson Irish Oak. So habe ich meinen Schatz im Silbersee ganz ohne See gefunden. Einfach mal wieder zu dem befreundeten Tabakhändler gehen, ein paar freundliche Worte austauschen und mal ganz nebenbei zwei Schätze abgreifen und noch ein Geschenk mitkriegen. Herrlich, der Wald, wenn er verschneit ist. Was ich auch immer so toll finde, ist, der Schnee schluckt so viel Geräusche. Wenn man dann ein paar Schritte im Wald ist, wird es plötzlich richtig ruhig. Sobald die eigenen knirschenden Schritte aufhören. Totale Stille. Das war jedenfalls mal der Anlass, weswegen ich mich jetzt gemeldet habe. Die zwei Schätze, die ich gefunden habe. Und ja, sogar ganz ohne Silbersee. Ich wünsche euch für morgen einen schönen dritten Advent. Ich hoffe, ich kann das Video heute noch hochladen. Ich danke euch jedenfalls fürs Zusehen. Bleibt gesund. Alles Gute und bis die Tage.